Sehr geehrte Frau Stadtverordneten, Vorstellerin, sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen auch grundsätzlich Balkonkraftwerke als Beitrag zur Energiewende. Das ist eine super Sache. Wir werden aber auch diesem Förderprogramm nicht zustimmen, sondern uns bei dem Hauptprogramm enthalten und nur bei dem sozialen Anteil zustimmen. Warum? Ein paar Punkte wurden genannt, aber ich finde schon, weil man sich einfach nochmal vor Augen gucken muss, welches Modell an Sozialpolitik hier dahinter steht. Also es wurde eben gesagt, die Summen, die stehen ja erstmal so drin, weil man sie aus anderen Stellen übernommen hat. So funktioniert Haushaltsplanung nicht. Wir haben den nächsten Haushalt noch nicht beschlossen, das stimmt, weil der bis in den März hinein verschoben wurde. Aber da stehen Zahlen drin, mit was man ungefähr rechnet und wie vielleicht andere Städte es angenommen haben. Die sind ja noch nicht verabschiedet. Aber mit den Planzahlen wäre es ja so, 74.950 Euro für diejenigen, die wirklich wenig Geld haben und auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und 300.000 für diejenigen, die über der Grenze drüber sind. Das wären 150 Anlagen, Balkonkraftwerke für diejenigen mit ganz wenig Geld, weil man hier ja nochmal abziehen muss, weil da auch noch Honorarkosten für Energiespar 2000 mit drin sind, also noch weniger als 150 Stück, wenn es für die anderen 2000 sind. Das ist ein Verhältnis, wo man sagt, es müsste doch eigentlich darum gehen, genau die, die es sich eben nicht leisten können, das einmal zu investieren, was sich ja quasi über die Zeit wieder zurückzahlt, genau dort zu stärken, wo das doch eigentlich eher genau andersrum sein müsste. Man müsste genau in den Bereich reingehen, wo Leute diese Summe brauchen, um eben einmal investieren zu können. Das tun sie hiermit aber nicht. Also von daher, ich finde auch das untere der Zahlen auf jeden Fall besser. Warum? Wir hatten mit 2022 1356 Stromsperren in Kassel, also wo Leute wirklich überhaupt nichts mehr aus der Steckdose bekommen haben. Wir hatten 2023 1374 Stromsperren in Kassel. Wie viele Kinder davon betroffen waren, wissen wir nicht, weil sowas wird ja nicht erhoben. Aber das sind doch die Haushalte, wo wir wirklich dafür sorgen müssen, dass sie nicht an den Stromkosten dann keine Energie mehr haben, sondern wo wir mit Balkonkraftwerken vielleicht mit dazu beitragen können, dass sie gar nicht in die Situation von der Sperre kommen, sondern dass einfach Grundenergie gewährleistet ist. Das machen sie aber nicht. Sie sagen, die Zielgruppe wären Mieter, die wenig Geld haben. Das finde ich schön, andere Städte haben das so festgelegt. Die haben nämlich gesagt, Förderprogramm, dort können Mieter beantragen. Das machen sie nicht, bei uns ist die Zielgruppe viel weiter. Es sind Hauseigentümer, Wohnungseigentümer und Mieter sind auch dabei. Es ist einfach die Frage, wer ist am schnellsten. In anderen Städten gibt es auch die sozialen Komponenten und es ist oft sehr viel stärker, diejenigen, die wenig haben, weil sie sowas in den Teilhabepartner in Kassel haben, dass sie eine viel größere Stärkung bekommen und wo viel mehr der Fokus in diese Richtung ist. Das ist, finde ich, in diesem Programm, wie es vorgelegt ist, einfach viel zu wenig enthalten. Ich finde es gut, dass es mit dieser Energiesparberatung zu koppeln. Ich finde es aber eigentlich unfair, dass nur diejenigen, die eh am wenigsten Energie verbrauchen, diese Beratungen kaufen. Warum denn nicht eigentlich auch die anderen? Also wenn wir uns die Zahlen angucken, ist es doch so, dass der Energieverbrauch dort am höchsten ist, wo auch am meisten Einkommen ist. Klar, man kann sie auch eher bezahlen. Aber eigentlich wäre da die Energiesparberatung oft viel eher vielleicht angebracht, als an anderen Ecken, wo man es einfach schon aus finanziellen Gründen machen muss. Ich finde nur, ich finde es gut, es mit einer Beratung zu koppeln. Ich finde nur, warum eigentlich nur für einen Teil, hätte man theoretisch auch an anderer Stelle machen können. Das hat einfach nur manchmal zum Beigeschmack, der mir nicht gefällt. Genau, und von daher eben, also die nächsten Haushalte sind noch nicht beschlossen. Sie sagen damit ja quasi nur, was ist das, in welchem Rahmen Sie planen. Ich finde es trotzdem gut, wenn es Förderprogramme gibt, weil es auch immer eine Art von Bewerbung ist. Aber nicht in dieser Form und nicht in dieser sozial schwachen Form. Für die Menschen selber würde ich da eher von finanziell schwach als sozial schwach sprechen. Genau, für die Enthaltung bei dem Hauptprogramm und Zustimmung bei dem sozialen kleinen Anteil.